Also, hä, wo ist denn das Loch? Okay, eins habe ich noch zugemacht. Da hinten ist noch eins. Wir brauchen mehr Eimer. Mehr Eimer. Schippt, schippt, schippt. Ich schippe schon. Ach dort, okay. Okay, wir haben es, glaube ich, geschafft. Was machst du? Oh je, unglaublich, schreibt Mario. Ja, ich dachte eigentlich, er macht die Segel runter, aber... Dann war es der Anker. Der, ist das eigentlich so, dass der Anker bei zu schneller Fahrt bei dem großen Schiff irgendwas macht? Okay, gut. Ist doch nichts da passiert. Hinten, hinten ist ein Schiff. Wo? Wo ist denn da hinten? Hier bei mir, wo ich gucke. Seht ihr das? Kannst du das spezifizieren? Da hinten, ja, da. Da neben dem, neben der... Ein großes. Neben der Map, seht ihr das? Haben wir alles aus? Neben der Insel. Ja. Aber ich weiß halt jetzt nicht, ob die hierher kommen. Okay, vielleicht. Nein, macht nichts aus. Okay. Okay, ich schwimme rüber. Das sind die sind auch nicht besonders schnell. Haltet die mal im Auge. Ich suche schon mal den Schatz. Alles klar. Das wird doch wieder nichts. Du bist doch das Rätsel nicht gelöst. Ach komm. Wer hat die Truhe gerade gefunden? Ja, mit Hilfe, durch Ansage. Wer hat sie gefunden? Oh, Rage-Modus. Der Vario hat sie gefunden, ganz klar. Wer hat sie nicht gefunden? Leute. Wer hat denn das, den Käfig überhaupt erstmal gefunden, damit es weitergeht? So, jetzt ruhig, ich muss mich konzentrieren. Auf das bei dem vergessenen Schiffbrüchigen an der Küste gen Osten ein Schatz gefunden werde. Schiffbrüchiger gen Osten. Ah, ich bin im Osten. Ich auch. Jetzt müssen wir noch einen Schiffbrüchigen finden. Hier sind Hühner übrigens. Oh ja, bring mal schnell die Käfige und so. Der Schiffbrüchige gen Osten. Oh, ich muss gleich schon wieder niesen. Oh. Da, Vario schreibt, Stiggy hat sie alleine gefunden. Ich habe einen Zeugen. Nein. Gar nicht. Da Vario sagt das, also dann wird das... Ja, aber der... Ihr wollt doch nicht sagen, dass Vario lügt. Hallo? Nein, aber dem geht's nicht gut heute und da sieht er komische Dinge und nimmt andere Dinge anders auf. Das, ich habe nur gesagt, dass Stiggy mal ordentlich den Kompass lesen soll, genau. Und daraufhin habe ich sie gefunden. So ist es nämlich. Jo, Herr Richter. Gut. Wo bist wo du war jetzt die Truhe? Naja, beim Schiffsbrüchigen, 6 Schritte davor im Osten. Ja, wo ist denn der Schiffsbrüchige? Ich bin ja hier im Osten. Ja, lauf immer gerade, du läufst drauf zu. Hä? Ach, der? Ah, okay. Da habe ich auf die Hühner geachtet. Das war genau der Moment. Wo sind eigentlich die Käfige, Yoshi? Ja, ich komme gerade schon angerannt. Ist doch schon da. Guck mal, ich habe schon den Huhn. Die sind doch unterschiedlich viel wert, ne? Dann nimm 2 von den wertvollsten. Wow. Ich glaube, die goldenen sind die wertvollsten. Ich glaube, ne? Ja, Ladies first. Goldene Hühner bringen am meisten. Danach die schwarzen. Ja, warum ich habe ein weißes. Ich habe keine Ahnung. Das Weiße war niedlich und nett. Sah lecker aus. Nein! Einmal Huhn. Einmal M35 süß-sauer. Fang ich wieder mit Essen an. Jedes Mal, wenn du mit Essen anfängst. Oh, ich hab übelst Hunger. Ich hab so Hunger. Ja. Ach, suchst du schon? Vor allen Dingen Huhn. Ich würde jetzt gerne zu KFC fahren, aber machen wir uns nichts vor. Dann die roten, die weißen kannst du eigentlich auch den Haien zum Fraß vorsetzen. Nein! Was machen wir denn jetzt? Ich Saigo sucht die Insel. Ah, ihr seid unten. Ah, sag mir das doch einer. Ich habe schon wieder vergessen, wie die... Ach so, da ist er doch. Ja, yep, also nach Nordwesten. Ab geht der Peter. Let's go. Was? Heute hatten wir kein Schweinchen, nein. Nein. Das ist unglaublich. Nee, heute hatten wir noch kein Schweinchen. Und dafür hatten wir den Kragen. Wir sind eigentlich mit über die Mauer gekommen. Die haben wir besiegt.
Ja. Zygro. Was? Das ist ja unfassbar. Was? Was denn? Was du hier vom Stapel lässt. In der Anwesenheit einer Dame. Ja. Verstehe ich jetzt nicht. Oh, wir haben echt mal Rückenwind, ne? Ja, wir müssen aber wenden. Wir müssen genau in die andere Richtung. Oh, na dann, mach mal. Also wir fahren jetzt Südosten, da haben wir Wind und wir müssen nach Nordwesten. Rat mal, was wir da haben. Doppelten Wind. Das vermiest uns aber hier nicht die Laune. Wir sind alle klappmutschig da vorne. Das wird bestimmt lustig. Komm ich da durch? Das weiß ich nicht. Wir müssen genau da durch. Dong, 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 dong. Ich riskier's mal, halte Bretter bereit. Oh Gott, nee, das wird Brühe. Ich gehe schon mal nach unten. Das wird Brühe? Ja, das wird echt. Das wird ziemliche Brühe. Ich vertraue dem Stiggy. Ja, ich bin doch geübter Steuermann hier. Ja, total. Ich habe schon oft meine Steuer gemacht. Ja. Das ist doch mega safe, sagt Bayo auch. Bist du der Sprecher von diesen Lachsack-Dingern? Ja, genau. Aus Day of the Tentacle. Day of the Tentacle. Ha. 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 Sportlich, sportlich. Guck. Nach dem Manöver eben. Oh weia. Ihr könnt die Segel mal in die andere Richtung drehen. Ja, der Donner. Wir fahren schon wieder ein Gewitter. Bei dir ist wieder richtig Backseat Gaming, ne? Hier dreht man die Segel da hin. Mach mal das. Bei mir nö. Mach mal dies. Ja, nicht immer nur saufen und nachher dann die Kohle abgrapschen. Die Kohle. Wir haben noch nichts verdient heute. Nee, unser das Laderaum stimmt. Ist voll. Wenn wir jetzt gleich Tag gehen. Wir sollten übrigens, wenn wir das jetzt, also die Mission fertig haben, die letzte können wir uns ja für nächstes Mal verwahren. Dann sollten wir vielleicht mal langsam abgeben, weil wir haben jetzt schon 21:45 und wir müssen noch zum Außenposten und dann alles ausladen. Ja. Beide. 21:45. Ja, oder. Das ist hier gibt es kein Backseat Gaming, die Anweisung hört man nur von mir, wenn ich an Bord bin. Damit kommt ja kein Mensch klar. Fahren wir noch richtig? Weiß ich nicht. Mit was kommt kein Mensch klar? Hier, wie spät haben wir es denn jetzt? 21:45. 21:45, ne? Ja. Genau. Ja. Das ist doch völlig klar. Das ist völlig klar, ja. Ja. Es ist 21:45. Nein, es ist eine Stunde nach 21:45. Oh Gott. Ja, eine Stunde nach 21:45 oder so. Also wir fahren doch richtig, ja? Ja, sah ganz gut aus. Oh, das ist aber ganz schön ein Stück noch bis dahin, ne? Deswegen sagte ich ja, nach der Mission sollten wir... Also da müssen wir uns aber erstmal einen... Da müssen wir erstmal einen heben, ne? Ja. Nein. So, halte ich aber ein bisschen weiter westlich. Direkt vor mir. Direkt vor mir. Nee, du bist. Hä, was? Yoshi läuft direkt vor mir. Wo bist du hin? Was? Nach Westen hast du gesagt. Nach Nordwesten und du fährst gerade. Ich fahr doch genau nach Nordwesten gerade. Also jetzt nicht mehr, aber ich bin. Und da hast du gesagt, weiter nach Westen. Du fährst gerade nach der Karte nach Westen. Ja, jetzt drehe ich wieder zurück nach Nordwesten. Da bin ich aber hergekommen, also. Wir fahren auf eine Insel zu. Ist sie das? Nein, die ist rechts dahinter. Ah, okay. Also rechts an der Keel Hall Ford vorbei und dann eigentlich nur geradeaus. Wenn du also den Kurs so setzt, dass du... Ja, genau. So ist gut. Dass du praktisch rechts an der Seite vorbei geradeaus fährst, dann ist alles super. So, wo ist denn mein Becher?
Ja, auch der ist noch voll. Was für ein Zufall. Dann ändern wir das mal. Na, aber schnell. Ich bin schon dabei. Sollen wir uns betrinken und dem Stiggy dann ins Gesicht kotzen? Oh Gott. Und dann passiert was und wir können dir helfen. Ja, aber so ist. Das wir riskieren es. Ja, volles Risiko. Du hast mich gefahren, ich lach dir ins Gesicht. Aber erstmal die Klimaanlage reparieren. Das mache ich im Anschluss noch. Pass mal auf, die repariere ich. Ich wollte eigentlich einen Stream bestimmt, ne? Machen, aber. Nee, eigentlich interessiert das wahrscheinlich gar keinen. Ich kann den Becher nicht auffüllen. Schreibst du Social Eating drunter, ist der ein Snickers dabei und alles passt. Ja. Da muss ich mir noch eine andere Buchs anziehen, damit ich so ein bisschen Bauarbeiter-Dekolleté habe. Ich denke, du hast gar keine Buchs an, hast du doch am Anfang des Streams gesagt. Genau. Doch, inzwischen habe ich eine Hose an. Mein Chat. Wann hast du dir die denn angezogen? Als ich an die Tür musste. Hauptsache ein Piratenhemd. Oh, ich komme die Treppe hier hoch. Ich komme die Treppe. Doch, ich bin sie gerade hochgefallen. Quasi. Ich komme die einfach hin. Jetzt. Oh wow. Gott. Oh. Ich komm nicht hoch. Nee, ich fliege mal wieder runter. Ich auch. Oh, jetzt hab ich's geschafft. Ich hab gerade auch noch geschafft. Oh ja, ich hab's geschafft. Oh. Hab ich getroffen? Hab ich getroffen? Ja, hast du. Sehr gut. Oh Gott, ich fall dir gleich vom Schiff. Ich fall dir gleich vom Schiff. Ich geh mal in die Captain's Kajüte, da kann nicht so viel passieren, glaube ich. Vajo schreibt, ein Glück kümmerst du dich noch halbwegs um die Fahrt. Oh Gott. Ja, Stiggy, der Vorzeigeschwiegersohn. Ja. Mi. Langweilig. Du bist ein Vorzeigeschwiegersohn. Wotze was? Langweilig. Wotze voll. Wotze voll. Oh oh. Nein. Oh was? Was ist die Insel? Was ist die Vorzeigeschwiegersohn in den Segeln? Das ist die Insel? Nein. Das kann die nicht sein. Aber wo ist die? Ich sehe nichts. Norden. Ja, ich dreh ab. Macht euch auf Kanonenschüsse gefasst. Bitte was? Macht euch auf Kanonenschüsse gefasst. Die Insel sieht aus, als würde sie zurückschießen. Okay. Aber ist das die jetzt, worauf wir zusteuern? Ja. Jetzt, genau. Jetzt steuern wir direkt drauf. Dann guckt gleich schon mal nach den Segeln. Nicht versagen, nicht jetzt, mal fragen. Captain Malou und seine Crew. Guck mal, kennt auch jeder. Das können wir natürlich auch singen. ICE ist euch ja zu peinlich. Na, ich kenn's halt nicht. Ja, sag's doch. Du kannst doch offen und ehrlich mit uns reden. Du brauchst dich hier nie schämen. Du brauchst nie rumlügen. Du kannst offen und ehrlich sagen, ICE, meine Website. Die Yoshi ist übrigens gesponsert. Eis.de. Ja, probier das doch mal. Ja, schreibt ihn doch aber mal. Eben, also, ich mache wirklich sehr viel Werbung für die. Tatsächlich. Das ist das einzige Mal, wenn ein Brummen im Mikrofon akzeptiert wird. Ja, wahrscheinlich wollen ja unsere Reviews. Der ist erst langsam gesackt. So. Jetzt kommen wir alle wieder runter hier und wir sollten mal. Ja, wir sind jetzt da. Das ist gut. Herrlich. So, Segel hoch. Wird gemacht. Ja, wenn wir jetzt nicht den Anker lichten, dann krachen ja, wir. Ja, dann mach doch einfach. Ich dachte, du sagst das an, wenn du da oben hier Kapitän spielst. Ich sehe, ich habe ja eben schon gesagt, Segel hoch, aber richtig, die sind alle noch das unten. War richtig. Ja, ich bin doch schon unterwegs oder dabei.
Ja, nicht jetzt, bei der Fahrt. Ja, jetzt. Ja. Weißt du, ich so Segel hoch, passiert nichts. Also wenn wir jetzt nicht den Anker setzen, dann knallen wir auf die Insel. Ja, dann mach doch. Ja, ich warte darauf, dass der Kapitän da oben die Befehle gibt. Ja, du hast diese Lösung ist alternativlos. So habe ich das übrigens auch immer bei Star Trek Bridge Crew VR gemacht. Wenn der Captain nicht gesagt hat, dass wir die Schilde hochnehmen sollen, dann habe ich auch die Schilde nicht hochgenommen. Auch nicht, wenn wir beschossen wurden. Und dann sind wir leider geplatzt. Hier sind Hühner und kleine Schweinchen. Oh, drei Stück. Krass. Hier geht ab, die Luzi. Oh, hi, Kumpel. Wo rennst du jetzt hin, Ziggy? Da hinten. Okay, also, ja, cool, im Norden. Gleich haben wir es, ja. Noch ein Pulverfass. Aber dann müssen wir alles noch ausladen. Oh Gott. Ja. Na. Und weil die Rätsel nicht besonders hochwertig waren, kriegen wir bestimmt irgendwie nur so 2000 Gold oder so in Summe. Oh, wir haben jeder eine Truhe gefunden, schön. Ja. Wenn ich mich nicht völlig verkucke... Alter, scheiße! Hallo, ja, lasst mich, hallo! Ist hinter uns ein Schiff. Ach man, ihr seid doch schon wieder so scheiße und jetzt bin ich wieder tot, ey, das kotzt mich an, wieso die alle immer nur auf mich kommen. Prinzipiell kommen die auf mich, ey, ihr waren gerade... Es kommt immer. Ja, es kommt immer Skelette, wenn man, Scheißdreck ist. Hinter uns kommt ein Schiff, kommt zurück, kommt ja, zurück. Ja, ich bin tot. Tot, ne? Tot. Was jetzt genau? Regt mich das auf. Also ich fange schon mal mit dem Anker an und so. Ja, bereite schon mal alles vor. Weil wenn die uns jetzt noch kriegen, das ist ein großes übrigens. Wieso? Wir haben noch keine Segel gesetzt. Ah ne, das sah nur so aus. Bin jetzt gleich da. Komm bitte schnell zurück, die sind ganz, ganz nah schon. Was machst du? Ich bin am Schiff. Wieso drehen wir? Weiß ich nicht. Habt ihr die in der Kiste von mir noch eingesammelt? Nee, ne? Nee, ich hab noch meine eigene. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Ich drehe uns mal, dann können wir tatsächlich eventuell eine Bereitseite. Ich lade schon mal wieder alles voll mit Kanonenkugeln in meinem Inventar. Wir setzen die Segel. Ich versuche mal schnell gerade zu lenken. Seid ihr bereit? Ich wäre so bereit, ja. Okay, dann volle Kalotte, oder? Nein, um Gottes Willen. Hallo, die drehen jetzt bei. Wir, ja. Ja. Toll. Oh, ich habe keine Kugeln. Yoshi, willst du runter? Wir schießen und du reparierst? Ja, ich bin auf der Insel. Oh nein. Oh Mann, ich komme. Ja, jetzt ist hier auch noch ein Hai. Super. Ach, es ist doch bombastisch hier. Ich fürchte, wir gehen jetzt unter. Ich denke, wir werden jetzt sterben. Ja, der Penner kommt aufs Boot. Schieß oben, ich repariere, ich repariere. Ich kann noch nicht schießen, wenn die aus der Schusslinie fliegen. Vorsicht, der kommt aufs Schiff und er knallt mich ab. Wenn ich jetzt tot bin, raste ich aus. Du fette Sau, ey. Ohne Spaß, ohne Spaß. War's dir. Du musst auf jeden Fall versuchen, zurückzufeuern. Wir haben alles verloren. Scheiße! Nein. Wo ist der Bastard? Okay.
Kämpf um dein Leben. Kämpf um... Scheiße, ich bin tot. Ich bin tot. Der Dick ist auch tot. Aber wir gehen hier gerade komplett unter, Leute. Unser Schiff geht unter? Ich hätte das eigentlich repariert. Eigentlich müsste es... Also dürfte da kein Wasser mehr nachlaufen. Nee, warte. Es läuft und läuft und läuft. Warte mal, da hinten. Okay. Es sieht ganz gut aus. Also keine Panik auf der Titanic. Was los? Ich komme wieder. Ja, beeil dich. Ich bin auf der Insel. Bin auf irgendeiner Insel. Was ist das denn für ein Bullshit hier? Ich bin auf dem Schiff. Du fette Sau! Diese fette Sau! Ich glaube, es hackt! Ich glaube, es hackt. Jetzt reicht's. Du bist auf dem Schiff? Ja, muss wohl. Ich bin jetzt tot. Nein, der hat sich eine Banane geholt von uns. Ach, das ist scheiße. Geh aufs Schiff und krach den ab. Ich bin tot. Ich bin tot. Dumme Sau. Scheiße! Jetzt ist Schluss. Wir haben alles verloren. Ja. Ja, Mann! Wegen diesem Penner. Wir haben alles verloren, fürchte ich. Krass, wer macht jetzt Musik? Oh, ich dachte schon. Oh, jetzt hätte ich dich voll gedopt, ey. Wenn das jetzt irgendein anderer gewesen wäre. Jetzt ist Schluss. Wie sieht's aus an der Front? Ach, das Schiff dürfte jetzt leer geräumt sein. Schluss. Die Sau kriege ich. Okay. Ich höre Cam und schon wieder tot, aber du bist wieder drauf. Ja, aber ich bin Outlight tot. Ich bin schon wieder tot, Mann! Och Mann, das regt mich auf. Was sind denn das für Spacken, ey? Komm jetzt, wir müssen jetzt alles geben. Ich setz die Segel. Du setzt die Segel. Mann, du musst sie abknallen. Ging nicht. Ich wollte, dass die nicht hinterherkommen können. Aber... Scheißdreck. So, es regt mich gerade richtig auf. Komm, jetzt müssen wir alles geben. Komm. Wieso? Sag mal, ihr habt doch gesagt, die Waffen wären nur rein kosmetisch. Warum verpasse ich den zwei Ladungen Brot und der trifft mich? Und ich treffe ihn und der stirbt nicht. Und er schießt eine Kugel mit der Pistole und haut einmal mit dem Säbel zu und ich bin tot. Sofort. Dort vorne ist er. Also wir fahren jetzt auf jeden Fall und einer ist auch vom Bord. Der kommt also nicht hinterher, weil der kann ja nicht auf dem Boot spawnen. Ich bin schon wieder tot, Mann! Was sind denn das für Lackaffen? Wie kann ich in den Chat schreiben? Untersuchen. Bist du es leid, wegen anderer Piraten ständig wieder hier zu... Bitte hilf mir. Ich bin auch wieder tot. Die sind zu zweit auf unserem Schiff. Ja, das sind irgendwelche Lackaffen. Ach, das regt mich gerade richtig auf. Solche Fötzchen. Aber wir fahren doch jetzt. Die können doch eigentlich nicht auf unserem Schiff. Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben die es angehalten oder so. Keine Ahnung. Irgendjemand zieht gerade den Anker hoch. Ich höre das Geräusch schon. Diese dummen Säue, ey. Wie können die nur? Ich schieße die ab und treffe. Und. Ja, es juckt die einfach gar nicht. Ach, die sind alle auf unserem Schiff. Bombe. Lass uns voten für Schiff versenken. Dann kriegen die wenigstens keine Belohnung mehr. Nee, komm, probieren das jetzt, solange wir denen dann noch irgendwie dazwischen funken. Na, Leute, wir haben hier echt null Chancen, ne? Das geht hier gerade völlig ein. Wie geht das denn? Ich habe keine Ahnung, wie das... Ach, das ist Bullshit! Ich habe keinen Bock mehr, das ist Bullshit. Was ich nicht ganz verstehe, ist halt, warum die fertig machen können, ob die Waffen nicht doch bessere werden. Ich weiß es nicht. Also ihr habt ja gesagt, die hätten alle nur kosmetische Werte, aber die schießen mich halt mit zwei Schuss weg und ich schieße mit der Schrotflinte auf die und die kriegen halt gar nichts. Ja, eben. Vor allem der Fette dort da hinten. Die haben aber auch gerade mit Kanonen auf unser Schiff geschossen, also wenn die das nicht selber für uns... Ja, weil die dämlich sind. Ja, ich bin schon... Ja, unser Schiff ist down. Ja, das ist schon seit 10 Minuten down. Nee, ich bin eben nochmal drauf gespawnt. Ja, ich auch. Ja, ich auch, aber da war es schon unten. Ja, hier steht jetzt und jetzt ist alles leer. Super. Ja. Top-Runde. Solche Lackaffen, ey. Ohne Witz. Einfach wegbomben, die Viecher, ey.
Und jetzt holen die sich wahrscheinlich alle Truhen. Ja, alles leer. Jetzt holen die sich wahrscheinlich alle. Ja, na klar. Ja. Vajo sagt, es nur Kosmetik. Ja, ja. Dann sind sie einfach tausendmal besser als wir. Naja, dann haben die jetzt jedenfalls super Blut. Ja. Und wir machen demnächst kürzere Fahrten. Und wir machen demnächst irgendeinen anderen Koop-Stream. Nein, kürzere Fahrten. Wir haben heute diesen ganzen Tag verschwendet, weil wir nicht einen einzigen Erfahrungspunkt bekommen haben. Und nicht eine Goldmünze. Ja. Oh, ist das bitter. 100 Punkte, ey. Und keiner von uns hat darüber nachgedacht, dass wir oben alles voller Sprengkisten und Fässer hatten. Naja, egal, passiert. Fiel mir auch gerade erst ein. Ja, Lehrgeld. Gut, okay, ich wechsle mal wieder auf den Talkscreen. Ich denke, für heute war es das. Mhm. Ja. Definitiv. Ja. Denke ich auch, ja. Stimmung ein wenig geknickt. Ja, weil das solche Pötzchen waren. Ohne Spaß. Kleiner Tipp, einfach immer alles abgeben, wenn auf einer Fahrt ein Outpost ist. Ja, da wow. Da hat man nicht so große Verluste. Ja, mal gar nicht drauf geachtet, ob wir an einem vorbeikommen, ne? Ja, trotzdem. Ich habe ja auch damit gerechnet, dass wir jetzt einfach irgendwie, weißt du, nochmal schnell die letzten Kisten. Wir hatten ja die Kisten schon. Und, ja, so kann es gehen. Wir wären ja jetzt gefahren. Also die letzte Kiste war ja schon ausgebuddelt. Wir hatten ja alle drei Kisten schon gebuddelt. Ja. Wir wären ja so jetzt zum Hauptposten gefahren. Aber naja, gut. Was soll's. Wir haben hochgepokert und verloren. So ist das manchmal. Das stimmt. Im Leben und im Spiel und in der Liebe. Huch, Yoshi ist nackt. Was? Nein, ich bin angezogen. Nee, du bist jetzt nackt. Hast du dreckige Gedanken. Das war echt kacke. Genau deswegen spiele ich sowas nicht. Ja, gut. Die waren besser als wir und wir haben nichts gebracht. Also, natürlich ist das ärgerlich, weil wir jetzt alles verloren haben, aber die Schuld war keinem geben. Nee, so ist das Spiel halt. Ja, ja. Dumm gelaufen, schlechten Tag erwischt. Und das nächste Mal folgen wir mal den Rat. Und ja, das oder wir folgen den Rat und nehmen immer die ganzen Outposts mit. Auf einem Weg. Ja. Oder in der Nähe. Ja. Ja. Aber eigentlich hatte ich mich jetzt darauf gefreut, alles auszuladen und dann zu sehen, dass wir einfach mal irgendwie zigtausend Gold gesammelt haben. Ja. Mhm. Satz mit X. Warum spielt man nicht zusammen? Kack, PvP, Dreck. Ja. Gut. Da gibt es ja tausend Spiele. Mhm. Die lag auch mehr. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß. Also hier, Vajo, gute Nacht. Danke, dass du da warst. Schlaf gut. Wir machen jetzt auch Schicht. Gute und Nacht. Ich hoffe auch, dass alle bei mir im Stream und auch beim Sticky im Stream. Ja, oh Mann, ich fühle mit euch. Ja, danke. Das ist nett. Aber jetzt drückt mir wenigstens noch von zu Hause ohne Bildschirm und Übertragung die Daumen, dass ich das Scheißding hier, die Klimaanlage, noch repariert bekomme. Ja, wir drücken die Daumen. Sehr gut. Jawohl. Gut. Gut. Dann sag ich gute Nacht an euch. Gute Nacht an den Chat. Schlaft alle gut. War schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Genau. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao.